Hallo Bioshock-Freunde, willkommen bei Bioshock Infinite mit einer leicht angepissten Elisabeth und mir, den Gario. So, wir haben in der letzten Folge es mit Mühe und Not hierher geschafft, nachdem Elisabeth uns den Hain oder Löwen zum Fraß vorgeworfen hat. I see you have a bright future. Future and future. Der wird auch belohnt. Aha, gut, dann arbeiten wir doch mal ein bisschen gegen ihn. Haha! So, hallo, Verkaufsautomat. Gesundheit, sind wir gut dabei. Munition für, was ist das? Für die Burst Gun. Mhm, okay. Für das Salvengeschütz. Burst Gun, okay. Haben wir alles noch nicht. Für den Repetierer haben wir auch noch nicht. Ich glaube fast, wir sind ganz gut ausgerüstet. Und was haben wir hier? Schadensboost. Oh, jawohl. Da könnten wir doch mal gucken, was wir kriegen können. Das Salvengeschütz, das haben wir bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob ich das auf lange Zeit verwenden werde. Die Nachladezeit um 50% der Schrotflinte. Das lasse ich mir eingehen. So. Ja, dankeschön. Präzisionsgewehr, Feuerratenboost. Mehr Munition für die Pistole, die haben wir jetzt in letzter Zeit überhaupt nicht verwendet. Erhöht das die Magazingröße um 100%, auch nicht schlecht. Weniger Rückstoß fürs Präzisionsgewehr, Magazinvergrößerung, wir können für den Karabiner. Ich glaube, wir nehmen das mit der Magazingröße, das klingt gar nicht mal so schlecht. Jawoll, so. Das war's jetzt aber auch. Und dann geht's weiter. Ich möchte bitte die Finkenbox verlassen. So. Dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Your future is Fichte. Gefällt es gar nicht, dass das neuerdings so leckt. Hi. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Chen Lin, Gunsmith Match. Machen wir jetzt. Clean and Service 25, Alignment Work 100, Stock Work, Restoration Service, Metal Refiner, Custom Service. Oh, schön. Decorative Engraving. Die faule Hand ist kein Werkzeug des Teufels. Kinetoskop. Die Vergangenheit der Vox Populi. Ah, der hat auch diese Dinger gemacht. Interessant, okay. Ein Ingenieur also. Bronco-Hilfe, Teufelskuss-Boost. Naja, okay. Brauchen wir erstmal nicht. Wir haben jetzt auch erstmal unsere Waffen aufgestockt. Finde ich auch besser, muss ich sagen. Ich nutze die, was ja eigentlich gar nicht im Sinne des Spiels ist, die Salzkräfte überhaupt nicht so. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Oh, finde ich dann auch gut. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Baxtontown hierher ausgegeben. Nun? Wir nehmen so viele drittklassige Tagelöhner, wie wir im Moment wollen, okay? Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten Sie nicht für Mr. Fink. Sie können also gehen, wohin Sie wollen. Ist natürlich fies. Erst eine ausschreiben. Ich bin froh, dass der dann ist. Hat er es wirklich satt, diesen Nichtsnutzen dauernd das Gleiche zu sagen? Oh nein, er hat nur noch eine Stunde. Zaubere wieder ein Lächeln ins Gesicht und begrüße die Zukunft von Fink Industries. Segne und beschütze sie.
Ein Lockpick, das ist sehr schön, und ein Voxophon. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Sehe ich genauso an vielen Stellen. Hilf mir mal mit dem Schloss. Eine Sekunde. Das glaube ich an vielen Stellen Handelsware ist. Fertig. 5 Lockpicks. Ganz schön teuer hier. Schauen wir mal, dass wir was rauskriegen. Eine Infusion, sehr gut. Mal die Schildkapazität. Ich fühle mich schon besser. Ja, will ich auch hoffen. Teuer genug war das hier mit 5 Lockpicks. Bisschen Muni, immer gern gesehen. Hier können wir dann letztendlich auch nicht raus, okay. Raus hier. Halt, was liegt da? Nein, das ist bloß ein Schimmer. Meine Augen lassen nach. No Chops today. Schade, okay. Oh. Elizabeth? Elizabeth? Geht's hier runter? Wo geht's hier runter? Versperrt. Erledigt. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Ja, ich glaube, wir haben beide recht. Ist da jemand? Ach nee. Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Dankeschön. In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen. Das sind Anarchistenworte, meine Freunde. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers. Der Genosse des Hungers. Du wirst zum Sterben. So. Ich glaube, das war der letzte. Wir kriegen lauter Munition für Waffen, die wir eigentlich überhaupt nicht haben. Das kommt mir merkwürdig vor. Und viele Lockpicks kriegen wir in letzter Zeit. Das kann jetzt einerseits gut, andererseits schlecht sein. Ich nehme fast an. Oh, ein Audiolog. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Das ist auf definitiv eine interessante Information. Vielleicht wurde sie auch deswegen eingesperrt, Elizabeth. Munitionsgewehr, Schrotflinte ist voll. Panzerfaust könnten wir theoretisch nehmen. Nehmen wir auch gleich. Ist jetzt auch voll. Repetierer kriegen, haben wir eh noch nicht. Maschinengewehr. Ja, sehr gut. Pistole. Machen wir uns doch mal vollkommen. Für das Salvengeschütz. Ja, okay. So, reicht. Gut, was ist hier noch?
Gatling Gun. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Geldtasche. Sehr gut. Okay. Ich sehe da drüben ein Lockpick. Wo? Was? Wo? Wann? Wo siehst du ein Lockpick? Elisabeth, spiel mich mit mir. Ah! Hier! Sag's doch gleich. Okay, ich glaube... Nee, die Gatling Gun. Wir müssen, glaube ich, hier weiter. Dann gehen wir doch hier mal weiter. Booker, da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hat es Slate es? Das mein kann Mann ich behauptet dir leider... dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elisabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Genau deshalb sind wir hier, Elisabeth. Ein schöner Aufzug. Wie geht's jetzt wohl weiter? Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Oh, Telefon. Für mich. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge. Wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Vor allem, er hat gesprochen, als ob wir uns kennen würden. Tja, der Mann hat ein Ego. Irgendwie schon, ja. Dramatische Musik. Es hört sich alles überhaupt nicht gut an. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Genau. Dass ihr auch nie wieder aus dieser Maschinerie rauskommt. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Oh, sehr nett. Lockpick. Und ein Revolver. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, mich beworben zu haben, aber... Ja,
Ist halt so, ne? Irgendwie. Keine Ahnung. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? 10 Minuten. Wer bietet 9? 9. Ich biete 9. 9 Minuten lautet das Angebot. Wer bietet 8? 9 Minuten. Wer sagt 8? 8. 8 Minuten sind geboten. 7,5. 7,5 Minuten. 6 Minuten. 5. 6 Minuten. 5. 5 Minuten 50. Ich schaff's in 5,50. 5,50. Ich sagte 5,50. Jemand unter 5,50? Der Kohlentransport geht an den Arbeiter im blauen Hemd. Benötigt wird ein Rohrleger, ein Leck in der Pearl Street. Startgebot ist 20 Minuten. Höre ich 19? 18. 18 Minuten sind jetzt geboten. 17. Das Angebot steht jetzt bei 17. Okay, man verkauft also, man versteigert seine Arbeitskraft. Interessant. Okay, wir beenden an der Stelle die Folge. Ich nehme an, hier gibt es sehr, sehr viel zu sehen, was den Rahmen der Folge jetzt sprengen würde. Also bin ich mittlerweile auch einigermaßen müde. Von daher, ich würde sagen, wir lassen das heute mal. Ich gehe in meine Aufnahmepause. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Tschüss.